So, jetzt geht's direkt weiter zur nächsten Station. Ich habe keine Ahnung, was mir erwartet. Wie gesagt, der ganze Tag wird einfach nur die Zerstörung des Jahrtausends. Ihr kennt euch aus, Freunde. Ah ja. Aber schaust gut aus. Richtig. Schaut ganz seriös oder sehr professionell aus, oder? Voll gut ausgerüstet. So, jetzt geht's direkt weiter. Und zwar nehme ich jetzt mal kurz Nahkampf. Start mit Nahkampf. Kurze Sequenz Nahkampf. Für die einfach die Stresslevel ein bisschen erhöhen. Klingt nicht sehr entspannt, oder? Am Limit. Die Weste und die Ausrüstung machen es auch nicht leichter. War mir echt schlecht. Fuck. Aber ich gehe ans Limit. Entweder ich fall um oder ich ziehe durch. Auf geht's. Jetzt geht's los mit der nächsten Überraschung. Mal schauen, was es ist. Aber ich befürchte Schlimmes. Auf jeden Fall. Ja. Oh oh. Oh oh. Die nächste Maschine, die mich begleitet oder zerstört, wie man sehen will. Ist auch schon da. Na gut, also. Gut, Sascha. Was kommt jetzt auf mich zu? Ha. 2 von 3 geschafft. Die 3. Station wartet. Wieder ein Klassiker aus der Jagdkommando-Geschichte, die Rallye. Wozu dient die Rallye? Warum machen wir das überhaupt? Wie wir vorher gehört haben, wurde geschossen. Wir wurden aufgeklatscht. Wir müssen dem Feind entgehen. Und die Forderung an Jagdkommando-Soldaten ist es, die ersten 8 Kilometer mit schwerem Gepäck in 1 Stunde zurückzulegen. Dementsprechend, die weite Ebene Wiener Neustadt liegt vor uns. Wir haben 1 Stunde Zeit. Wenn wir diesen Zeitpunkt nicht halten, werden wir auch nicht rausgeholt. Ich werde dich begleiten bis zum bitteren Ende. Also, komplette Zerstörung, wir müssen auch richtig schnell sein. Das Scheißding ist auch nicht leicht. Also es ist immer gehen und laufen. Du sagst es, gehen wir so. Gehen wir so. Fuck. Jetzt warst du wieder laufen. Nächste Laufeinheit wieder bis nach vorne zur nächsten Tonne. Also es ist eher immer nur laufen, kurz gehen, laufen. Und das mit Gepäck. Echt heftig. Die Waffe hier macht es auch nicht leichter. Der Rucksack, also alles am Start. Aber die sieht doch krass aus, oder? Holy fuck. Ja, alles drauf. Oh Mann. Puh. Nach dem Fitnesstest, der Kampfbahn und dem Nahkampf direkt ohne Pause in der prallen Sonne mit ca. 30 Kilogramm schwerem Gepäck und Equipment den 8 Kilometer langen Eilmarsch anzutreten, brachte mich ehrlich gesagt komplett an meine Grenzen. Ab diesem Moment dachte ich nur noch von Schritt zu Schritt. Mein Körper verlor spürbar immer mehr Energie. Alles fing an, sich immer weiter zu verkrampfen und meine Beine wurden immer heftigeren Schmerzen ausgesetzt. Aber ich dachte mir, das Einzige, was wir aufgeben, ist ein verdammter Brief. Und natürlich auch regelmäßig eine Prozessbestellung. Sascha 10 regelt. Nein, also jetzt im Ernst, die Lungenflügel brannten, der Körper kribbelte und mir war durchgehend schlecht. Jedes Mal, wenn das Kommando laufen kam, wusste ich nicht, wie ich das überhaupt umsetzen soll. In diesen Momenten versuchte ich, den Beast Mode zu aktivieren und alle Reserven zu mobilisieren. Und auch bereits nach einigen Kilometern hatte ich immer noch absolut kein Gefühl dafür, ob es sich zeitlich ausgehen wird oder nicht. Ich wusste nur, dass es verdammt nochmal klappen muss. Also Sascha, marschier durch, versuch deine Zuschauer zu inspirieren, verdammt nochmal nicht aufzugeben, auch wenn es im Leben öfter mal hart wird. Und auch wenn es sich mal nicht ausgeht, weiß man zumindest, dass man alles gegeben hat. Also, marschier! Was für ein Tag! Was für ein Tag! Nach diesem Video gibt's mal 3 Monate keine Videos mehr von mir, weil ich irgendwo in der Intensivstation im Krankenhaus liege. Das kann ich euch schon mal sagen. Wow! Ah, holy fuck! Es ist einfach die Folter des Jahrtausends. Lauf Mano mit dem Gepäck, schwindelig, schlecht, absolutes Limit, ist schon längst erreicht und schon längst drüber hinweg. Also so kennt man's. Ich marschiere hier hinten, stirb fast und vor mir sitzt im Auto. Ja, alles klar. Ha!
Celsius. Also, wir werden haben wir es noch. Es kann sein, dass deine Leiden bald ein Ende haben. Ja, ja. Also, viel länger wärst du sowieso nicht mehr gegangen. Jetzt ist doch, ich krieg meine Augen nicht mehr richtig auf. Mir ist schwindelig, ich schwitze, aber trockene Mund käme hinten und vorne nicht mehr aus. Also, Freunde, jetzt haben wir es noch bald geschafft, oder? Sind bald am Ziel. Dann haben wir absolut den krassesten Dritter. Auf den Endspurt, wie üblich, im Laufschritt. Ah, fuck! Oh. Oh. Beast Mode! Gut! Sascha, für dich, 8 Kilometer in der Zeit geschafft. Yes! Yes! Was könntest du dir vorstellen, ist besser als zurückgehen? Zurückfahren. Zurückfahren, was ist noch besser? Zurück. Lass dich überraschen. Bis dahin, Sicherung diese Richtung. Ja. Sicherung diese Richtung. Also das ist echt der spektakulärste Drehlang meines Lebens. Also bis zu deppert. Jetzt müssen wir noch, was ist besser als zurückgehen, zurückfahren. Vielleicht wird es auch zurückfliegen, das wäre crazy. Da würde ich komplett feiern. Aber ja, und jetzt holt mich direkt der Krankenwagen ab. Das ist natürlich das Beste. So, Sascha, komm mit, nimm das in die Hand. So, das war jetzt der absolut heftigste Drehtag. Wir haben jetzt alles im Kasten und ich hoffe, du hast jetzt keine Überraschungen mehr für mich. Na, lieber Sascha, Ende der Überraschungen für heute. Ich bin bereits beim Brainstorming für die nächsten drei Stationen fürs nächste Mal. Oh, fuck. Hast dir auf jeden Fall wacker geschlagen und war lässig. Danke. Na, vielen Dank. Wenn ihr das nächste Mal sehen wollt oder irgendeinen anderen Teil, Daumen nach oben da lassen. Schreibt gerne mal in die Kommentarbox, welche Challenge ich als nächstes machen soll. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.